Boah. Bah. Fürwahr, dies ist sein Name. Hört nun die zweite Frage. Was war des Meisters ewiger Widerspruch? Freiheit und Macht. Das Ideal der Freiheit, die für alle gelten soll. Wenn einer wahrhaft frei ist, müssen andere ihm gehorchen. Ramsrecht, das ist sein größter Widerspruch. Es folgt die dritte, letzte Frage. Wer wird künftig für den Meister sprechen? Das Kirchenoberhaupt. Die Kirche des Borbarat wurde vom goldgeschmückten Ceran gegründet. Er nannte sich Pontifex Maximus. Doch man sagt, er sei gefallen. Nun gibt es noch das Amt des Hochprophetens. Man sagt, er brächte die Weisheit des Meisters zu den Gläubigen, bis sich ein neuer Führer offenbart. Die Antwort war nicht ganz korrekt. Doch in der Zukunft wird er Recht behalten. Stellt eure Fragen. Der Rat befindet euch als würdig. Cool. So, wie viele Fragen kann ich jetzt stellen? Alle? Gabe. Was hat es mit meiner magischen Gabe auf sich? Lang blieb unentdeckt, was tief verborgen war. Nur durch Blut ist jenes Tor geöffnet worden, das des Meisters Macht erbaute und das siebenmal verstreut im Lande reift. Die Gabe wird euch geben, was die anderen nehmen wird. Aus den sieben wächst der Paladin. Am Ende wird das größte Opfer stehen. Doch heute gibt euch die Gabe Macht. Durch ihre Augen tötet eure Klinge jene, die von draußen kommen und die euch so schrecklich ähnlich sind. Was? Heißt das, ich bin der Paladin? Oder bin ich eins der sieben Opfer? Wie finde ich den Beschwörer aus dem Praios-Tempel? Wem diente er? Er diente einem anderen Herrn, als er Glauben machen wollte. Der Mann, der euch einst groß zog, musste irren, um Recht zu behalten. Der Treiber der Toten wird einen großen Ruf üben. Der Herr der Rache wird ihm den schwärzesten seiner Diener senden. Dies wird geschehen, weil der falsche Held dem Knecht des Blackharats befehlen wird. Drei alte Freunde wechseln ihre Klinge. Versöhnt sie und ihr obsiegt, wenn auch ohne Ruhe. Also Feodor, das Problem ist, ich verstehe die drei kaum. Mich höre ich wunderbar, ne? Ich muss jetzt auch runterpegeln, damit ihr nicht ein Echo habt. Die drei verstehe ich kaum. Was könnt ihr mir zu Falk von Arrivor sagen? Einst sollte sie euer Schicksal teilen. Doch der Mann, der sie geraubt, macht den Zwang zur Freiheit. Er ist euer Gegenteil in allem. Er will sich nehmen, was auf euch kommt. Er ist euer Bruder, doch nur zum siebten Teil. Es ist Meisters Magd und ihr werden dich knechten. Ihr werdet großes Leid erfahren. Doch wenn ihr ihn besiegt, geht ihr den ersten Schritt auf den Pfad eurer Bestimmung. Habe ich gerade einen Freifahrtschein bekommen, um Falk von Arrivor zu töten? Das ist toll.
Wer ist Kalandra? Was haben Falk und seine Mutter mit ihr vor? Einst sollte sie euer Schicksal teilen. Doch der Mann, der sie geraubt, macht den Zwang zur Freiheit. Die Magd des Meisters wird sie mit sich nehmen in die grellste Finsternis. Sie plant den besten aller Tode. Für Kalandra oder euch. Doch dieser Tod ist ferner. Unverbrüchlich gilt, Kalandra liebt euch. Ohne jeden Zweifel. Okay. Das heißt, die blöde Kuh, also die Mutter von Pfeife Ivor, will Kalandra töten. Okay, warum? Hat das was mit diesem Paladin zu tun? Wer ist mein richtiger Vater? Er war einer von drei. Dann wollte er einer von zwei sein. Er folgte der Magd des Meisters. Doch ihre größte Gunst machte sie zu seiner Feindin. Er wollte den Sieben nicht folgen. Jetzt seid ihr wieder drei. Drei andere. Drei neue, die den Rest der Sieben erzittern lasst. Sprecht mit mir. Er will wirklich euer Vater. Er wird nicht alles wissen. Doch er wird euch helfen. Und eines Tages trifft er wieder auf des Meisters Macht. Dann wird sich zeigen, wer der wahre Vater ist. Oh Gott. Ich habe genug gehört. So geht denn, Fremder. Der Ketzer wird euch zeigen, was ihr sucht. Der Weg zu ihm führt über eure Lieben. Okay, wir haben also einen Totenrat gefunden. Er antwortet uns. Wir haben das Erbe des Borberat angetreten damit. Ich habe sogar einen Erfolg dafür bekommen. Ich weiß gar nicht, ob man das gesehen hat bei der Aufnahme. Bei unten rechts. Könnte wahrscheinlich in der letzten Folge sein oder in der jetzigen Folge, je nachdem wie ich schneide. Wie kam ich wieder raus? Da. Ja, und soll also den Ketzer befragen. Er kann mir Antwort geben. Ja, der Ketzer. Ist es jetzt Falk oder ist es Fyodor? Hallo, ihr Untoten. Steht doch mal auf. Mein Gott, ich kann die fast one-hitten. Ah, jetzt kommen wir in die Springensfelder. Lass das. Weiß, welcher Domäne sie angehören. Oh. Ich fasse es nicht. Wie kann man als Untoter nur so agil sein? Ja, hört es denn gar nicht mehr auf. Ist das ein Beschwörer oder was? Hey, lassen Sie das. Ich mag das nicht. Falle ist da hinten, aber staubt er von hinten komisch. So, was sagt denn das hier? Nein.
nochmal. Wo ist denn meine Orientierung hin? Wo willst du, dass ich hingehe? Folgen wir dem Marker. Ich gehe wieder raus. Ich gehe einfach wieder aus dem Moschenberg raus und fertig. Kann ja wohl nicht wahr sein. Zahlen die Quest dazu. Mit deinen Lieben, dann weiß ich es natürlich nicht, warum der immer noch zum Dingens zeigt, zum Totenrad. Weil da muss ich ja ganz offensichtlich nicht mehr hin. So, mal gucken, was mir das draußen anfällt. Und ob ich jetzt gleich wieder in der Stadt bin. Ladebalken. Ladebalken. Ah, ich bin sofort draußen. Kann ich auch so wieder rein? Nö. Ich kann immer noch rein, wenn es gerade die Quest erfordert. Das ist ja doof. Ich habe ein bisschen offener gewünscht. Nakrachides Feuerkraut, Schlosser knapp 4. Ein AP erhalten für das Pflücken einer Blume. Lager sollen die Toten aufgestanden sein, um das Fleisch der Lebenden zu fressen. Na, ganz bestimmt. Im Flüchtlingslager sollen die Toten aufgestanden sein, um das Fleisch der Totenrad gefunden? Zu fressen. Ja. Ja, ich habe ihn gefunden. Aber er hat nicht mit dir gesprochen. Es war alles sehr rätselhaft. Wirklich eindeutig war nur, dass mir meine Lieben weiterhelfen sollen. Und dieser Ketzer. Tja, dann frag mich was. Vielleicht gehe ich ja auch als Ketzer durch. Einverstanden. Wir sehen uns dann später wieder. Was? Gestern war das Kartell wieder auf. Das Ende dieses Gesprächs machte keinen Sinn. Oh, ein Kraftsprüche? Als wären die Kranken im Flüchtlingslager die einzigen, die Hunger haben. Ein schwarzer Schädel. Ist nur noch Haut und Knochen. Ein einfacher Grabstein. Hier ruht Hescher, Tochter des Habescher. Amboss-Zwerge und willfährige Gespielin des flüsternden Ostwind vom Schattengipfel. Ihre letzten zornigen Worte galten einem ungeschickten Barbier. Eine befreite Stadt, hm? Toll. Befreit von Hoffnung vielleicht. Ein einfacher Grabstein. Hier ruht Kabuto de Vries. Unehrlicher Bruder und teuer Waffenknecht des tapferen Oswin vom Schattengipfel. All dieweil er vor seinem Tod auf dem Schafott den Nachweis erbrachte, dass die merkwürdigen Fähigkeiten seines Beinkleides sich wieder erwarten, als von weltlicher und nicht von dem Urschatz verwiesen, ward ihm ein Begräbnis in geweihter Erde geschaffen. Jetzt eure Finger unten in den Niederhöllen, ha? Okay. Merkwürdige Fähigkeit seines Beinkleids? Hä? Purpurne Pyramide. Oh, das macht jemand das nicht. Zumindest ein paar dieser Banditen sind am Galgen gelandet. Die Garde findet es wohl toll, dass ich Gräber ausplündere. Ich wollte doch bloß lesen. Ich bin einer von euch. Dachte ich zumindest. Huch. Ich so wenig. Ich glaube, das ist Kairon. Ja, das ist Kairon, genau. Der sich gerade mit drei Gardisten anlegt. Au, 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 au. Ah.
Himmel, Himmel! Ein paar dieser Banditen sind am Galgen gelandet. In wessen Taschen steckt ihr jetzt unsere Finger unten in den Niederhöhlen, ha? Huh? Bestimmt in die Taschen von Tasfarenel. Hey? Boah, ey, was haben die für einen Ausweichenwert? Niemand darf mehr ins Flüchtlingslager. Ich treff den kaum. Das ist ja der Hammer. So, darf ich es weiterlesen? Vielen Dank. Ein einfacher Grabstein. Hier ruht Oswin vom Schattengipfel. Wagemutiger Wegelagerer, diente der Zwölfgötter und Anführer der Warunkalandwehr, welche bis zuletzt dem Nekromantenrat widerstand. Ah ja. Der Verrat zweier Unwürdiger und mithin Unbekannter brachte ihn zu Fall. Oh, wie schade. Das heißt, Oswin vom Schattengipfel war tatsächlich ein guter. Ah, hallo. Ah, Plattenkunde zeigt.